Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Excel-Tutorial. Heute geht es um die bedingte Formatierung einer solchen Liste hier, denn wir möchten jede zweite Zeile in einer anderen Farbe darstellen, entweder ein helles Grau mit Fett, das war die Frage eines YouTube-Users, die dann eben hiermit gleich beantwortet wird. Und ja, wir legen direkt los, würde ich sagen. Ich mache mir hier gerade noch ein Duplikat von dieser Tabelle, drücke einfach die Steuerung-Taste und ziehe mit der gedrückten linken Maustaste das Tabellenblatt einfach eins nach rechts und schon habe ich mein Duplikat und der Rechtsklick mit Verschieben oder Kopieren ist in diesem Fall hinfällig. Und da zeige ich euch gleich noch eine zweite Variante, wie das recht schnell geht. Aber erstmal zur Lösung Nummer 1. Bedingte Formatierung. Riesenthema, ist im Startregister zu finden. Hier seht ihr eine Gruppe Formatvorlagen, wo die bedingte Formatierung als Schaltfläche verfügbar ist. Entweder steht sie waagerecht oder wie bei mir jetzt hier senkrecht als Button aufgelistet. Und wenn ich darauf klicke, bekomme ich hier im oberen Bereich auch schon bestimmte Regelwerke eben zur Verfügung gestellt. Wir können uns leider den Standards jetzt hier nicht bedienen. Wir müssen eine Formel verwenden und eine neue Regel erzeugen. Und bevor wir die dort eintragen, möchte ich euch erst diese Formeln vorstellen. Ich mache wie folgt einmal ich füge einfach mal eine Zeile rein, Steuerung plus, ganze Zeile. Ich habe nichts markiert, also kommt ein Assistent und zeige euch mal eine Funktion, die Funktion Zeile nämlich, Klammer auf, verlangt einen Bezug, also irgendeinen Klick. Ich nehme einfach mal die Personalnummer hier, das ist die Zelle A2. Und wenn ich jetzt die Klammer schließe, gibt mir diese Funktion den Zeilenindex zurück, also in welcher Zeile dieser Wert steht. Und das ist hier die Zeile 2, Zeile 3, 4, 5, 6, 7. Also je nachdem, welchen Wert wir hier auswählen. Ich klicke einfach mal hier auf die Moselstraße, das ist in der G12. Also wird bei mir hier die Zeile 12 auch zurückgeben. So, mit dieser ID letztlich können wir uns wie folgt helfen. Ich gebe nochmal ist gleich ein, denn es gibt hier die Funktion ist gerade, Klammer auf, und diese verlangt eine Zahl. Und das ist im Grunde genommen die Zahl, die hier unsere erste Funktion ausgibt. Wenn ich also jetzt auf diese Zelle klicke und die Klammer schließe, bekomme ich eben ein wahr zurück oder ein falsch, je nachdem, ob es eine gerade oder eine ungerade Zeile ist. Und damit können wir uns helfen, denn wir können jetzt bestimmen, ob jede gerade oder jede ungerade Zeile letztlich eingefärbt oder anders dargestellt werden soll. Das heißt, wir müssen diese Funktionen einfach miteinander kombinieren. So, das erstmal zum Thema Vorbereitung. Ich entferne diese Zeile wieder mit Steuerung minus und markiere meine Tabelle. Wenn ihr jetzt hier so eine schöne Liste habt wie ich, dann kann ich einfach da reinklicken, Steuerung A betätigen und dann ist die komplett markiert. Sobald ihr aber leere Zeilen, leere Spalten irgendwo noch mit da drin habt, macht das einfach händisch, also mit gedrückter linker Maustaste oder hüpft mit Steuerung und den Pfeiltasten an die Enden eurer Liste. Wichtig ist, dass ihr wisst, wo ihr beginnt, denn hier startet auch unsere Formel gleich. Mein erster Wert ist also die Zelle A1. Hier will ich loslegen, Markierungsstart und gehe auf den Button bedingte Formatierung, neue Regel. Nun bekomme ich einen Formatierungsregelassistent, der mir hier verschiedene Regeltypen zur Auswahl stellt. Der untere Formel zur Ermittlung der zu formatierenden Zellen verwenden, den brauchen wir, sodass wir hier unten unsere Funktion eintragen können. Es wird eine verschachtelte Funktion, denn wir brauchen in diesem Fall ist gerade, also bist du eine gerade Zahl, Klammer auf, welche Zahl, das ist also unsere Zeile, Klammer auf, welche Zeile fange ich denn an zu prüfen? Das ist bei mir die Zelle A1, also der Start eurer Markierung. Das braucht auch keine Fixbezüge, keine Dollars oder sonstigen, weil wirklich jede Zelle einzeln abgeprüft werden soll innerhalb der Markierung. Jetzt schließe ich die Klammer wieder für die Zeile und schließe nochmal für ist gerade. Jetzt brauchen wir noch die Prüfung, ist gerade gleich wahr oder falsch, je nachdem, was ihr haben möchtet. In meinem Fall soll sie wahr sein, also jede gerade, dann soll eine Formatierung stattfinden. Und das müssen wir hier über Formatieren Punkt, Punkt, Punkt auslösen. Wir können jetzt die Zahlenformatierung verändern, die Schriftart zum Beispiel auf Fett setzen. Das war die Frage,
des YouTube-Users. Wir können zum Beispiel hier auch Farben verändern, wir können Rahmen hinzufügen, wenn wir das wollten, oder auch einfach nur ausfüllen. Und ich nehme jetzt hier einfach mal so einen Grauton hier, so einen leichten, drücke OK. Dann haben wir Grau mit fettem Schwarz obendrauf. Und jetzt wird in diesem Fall jede zweite Zeile genauso dargestellt. Ich drücke mal OK, so sieht man das jetzt auch schon direkt. Und theoretisch kann man auch tatsächlich das Gegenteil nochmal eintragen, wenn man das möchte, um eben die ungeraden Werte dann entsprechend zu formatieren. So, und jetzt haben wir hier... Moment, wir haben die ungeraden. Jetzt muss ich ganz kurz nochmal in meine Formel rein. Über Regel verwalten können wir das nämlich wunderbar hinzufügen. Und hier ist nämlich irgendwie gerade eine Umwandlung stattgefunden. Ich hoffe, ihr seht das gerade. Ist ganz gut, wenn jetzt ein Fehler passiert, warum auch immer. Ich gehe mal auf Regel bearbeiten, denn er hat hier jetzt einen falschen Bezug hinzugefügt. Ich wechsle den also nochmal und trage ihn nochmal ein. Wahrscheinlich habe ich gerade irgendwo hingeklickt beim Reden. Also nochmal A1, okay. Und wenn ich jetzt übernehme, jetzt passt es auch mit der Funktion. Und hier steht auch die Formel nochmal drin und auch der Bereich, auf den es entsprechend angewendet wird. Das heißt, dieser erste Bereich, der muss auch hier drin stehen. So, und dann möchte ich jetzt gerade nochmal eine Alternative zeigen. Es gibt nämlich auch ist ungerade. Das heißt, wir können hier mit ist gerade, wahr oder falsch das Ganze abprüfen oder ungerade verwenden, je nachdem, was ihr mögt. Ich dupliziere einfach mal diese bedingte Formatierung, gehe auf Regel bearbeiten und mache hier mal ein ist ungerade draus, also bei 1, 3, 4, 5. Und damit wir das auch sehen können, nehme ich statt grauer Farbe einfach gelbe Farbe, drücke OK, nochmal OK und prüfe nochmal, ob das hier alles stimmt und betätige übernehmen. Und hier seht ihr dann auch, dass das natürlich genauso funktioniert. Also abhängig von eurem Funktionsnamen und natürlich dem Vergleichsoperator, wahr oder falsch in dem Fall, bekommt ihr das jeweilige Ergebnis raus und könnt dann über die Formatierung loslegen. Ja, das erstmal dazu. So klappt das hier. Ich habe euch noch eine Alternative versprochen. Wenn ihr wisst das von meinen Tutorials, wenn ihr mir folgt. Ich bin ein großer Fan von als Tabelle formatieren. Das ist auch in dieser Gruppe zu finden. Dort kann man auch bereits schon solche Designs auswählen. Ich kann auch einfach wieder Steuerung A drücken, um das Ganze zu formatieren, zu markieren und im Anschluss auszulösen. Oder wenn ihr so einen schönen Block habt wie ich, reicht auch Steuerung T für Table. Und der erkennt eben auch schon diesen umgrenzenden Raum und auch natürlich den Gesamtbezug, der eben ja, zusammenhängt. A1 bis 151 sehen wir hier auch in der Spalte P. Und er erkennt auch, dass wir Überschriften haben, sodass ich nur noch OK drücken brauche. Ja, und somit habe ich als Tabelle formatiert, also eine Liste zu einer Tabelle umgewandelt, die einen eigenen Namen trägt, die ich also in Formeln auch explizit ansprechen kann, mit Duplikat entfernen Funktionen, Pivot-Auswertungen und vielem mehr und natürlich auch vielen Designs, die mir hier Microsoft zur Verfügung stellt. Und hier wird automatisch, wenn ich das möchte, über die sogenannte gebänderte Zeile oder gebänderte Spalte. In den früheren Versionen hieß es nicht gebändert, das ist aber dieselbe Stelle, ich komme gerade nicht drauf. Dort könnt ihr halt einfach einen Haken setzen und somit wird eben jede zweite dann entsprechend gefärbt. Ich klicke mal raus, dann seht ihr, dass sie verschwindet. Und gebänderte Spalte heißt in diesem Fall spaltenweise kombiniert. Sieht es ein bisschen gruselig aus, aber so könnt ihr das ein bisschen besser gestalten und seid flexibler, auch wenn dann nochmal Spalten etc. ergänzt werden. Da muss man nicht nochmal in die Formel reinschauen. Genau, ich klicke nochmal beide an und wähle hier mein Design. Das ist hierfür gemacht, dass wenn zum Beispiel nur Linien eingetragen werden sollen, so fügt man sich also einfach Linien dazu. Ich nehme mal das Blaue. Hol die Spalten mal weg, dann seht ihr, dass die auch verschwinden. So macht die Kombination also Sinn. Ja, also beide Wege führen nach Rom, sag ich mal. Probiert es mal aus und ja, viel Spaß weiterhin mit Excel. Abonniert unseren Kanal, falls ihr das nicht schon getan habt und kommentiert fleißig. Bringt ein paar Ideen aus dem Alltag mit ein, die ich dann für euch dann auch hier über die Tutorials abfilmen kann. In diesem Sinne, lasst euch gut gehen und bis zum nächsten Mal, eure Indra. Ciao.